Übriges sind nur Einzelheiten. Ich möchte wissen, wie er diese Welt erschaffen hat. Alles beginnt im Wasser. Man könnte sogar sagen, alles wird im Wasser geboren und findet im Wasser wieder ein Ende. In allen Religionen heißt es, dass nur der Gott gegenübertreten kann, der rein ist. Und so ist Wasser in allen Religionen das vermittelnde Medium zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer. Daher gibt es rituelle Waschungen in allen Weltreligionen. Wenn wir die Bezüge zu Wasser in der Bibel untersuchen, dann fällt auf, dass es meist um die Idee der Läuterung geht. Besonders offensichtlich ist das natürlich in der Geschichte von Johannes dem Täufer und der Taufe der Israeliten im Jordan. Die Taufe war mit einem Sündenbekenntnis und einer inneren Umkehr verbunden, die symbolisch durch das Eintauchen der Menschen im Fluss vollzogen wurde. Der christlichen Kirche gilt die Taufe als ein Sakrament. Die Begegnung mit Gott ist zwar nicht sichtbar, wird aber durch das Wasser sakramental vermittelt. Was passiert also mit dem Menschen bei der Taufe? Während der Taufe geht die göttliche Energie, die die Christen Gnade nennen, auf den Menschen über. Sicher, in der Menschheitsgeschichte hat es viele religiös motivierte Kriege gegeben. Aber in unserem Experiment haben Worte aus dem religiösen Kontext zur Bildung wunderschöner Eiskristalle geführt. Es scheint also eine Übereinstimmung zwischen den Prinzipien der Natur und der Religion zu geben. Ein christliches Gebet. Ein buddhistisches Gebet. Ein muslimisches Gebet. Dr. Emoto vermutet, dass dort die meisten Schwerverbrechen begangen werden, wo die Menschen am häufigsten fluchen. Idiot. Ich hasse dich. Diese gläsernen Wasserbehälter wurden mit Worten oder Namen bekannter Persönlichkeiten beschriftet. Liebe. Hoffnung. Seele. Mutter Teresa. Hitler. In zahlreichen Experimenten hat Dr. Emoto herausgefunden, dass die Kombination aus zwei Worten zur Bildung der schönsten Kristalle geführt hat. Liebe und Dankbarkeit. Johannes dem Täufer und der Taufe der Israeliten im Jordan. Die Taufe war mit einem Sündenbekenntnis und einer inneren Umkehr verbunden, die symbolisch durch das Eintauchen der Menschen im Fluss vollzogen wurde. Der christlichen Kirche gilt die Taufe als ein Sakrament. Die Begegnung mit Gott ist zwar nicht sichtbar, wird aber durch das Wasser sakramental vermittelt. Was passiert also mit dem Menschen bei der Taufe? Während der Taufe geht die göttliche Energie, die die Christen Gnade nennen, auf den Menschen über.
Sicher, in der Menschheitsgeschichte hat es viele religiös motivierte Kriege gegeben. Aber in unserem Experiment haben Worte aus dem religiösen Kontext zur Bildung wunderschöner Eiskristalle geführt. Es scheint also eine Übereinstimmung zwischen den Prinzipien der Natur und der Religion zu geben. Ein christliches Gebet. Ein buddhistisches Gebet. Ein muslimisches Gebet. Dr. Emoto vermutet, dass dort die meisten Schwerverbrechen begangen werden, wo die Menschen am häufigsten fluchen. Idiot. Ich hasse dich. Diese gläsernen Wasserbehälter wurden mit Worten oder Namen bekannter Persönlichkeiten beschriftet. Liebe. Hoffnung. Seele. Mutter Teresa. Hitler. In zahlreichen Experimenten hat Dr. Emoto herausgefunden, dass die Kombination aus zwei Worten zur Bildung der schönsten Kristalle geführt hat. Liebe und Dankbarkeit.